Robert Luger, Team Stronach. Wenn man hier die Debatte ein bisschen verfolgt, und ich verfolge die Debatte ja schon viele, viele Jahre, da ich früher auch mal Umweltsprecher hier im Parlament war, dann gibt es einen Glaubenssatz, der hier auch zwischen den Parteien immer wieder herumgeistert und der auch draußen bei der Bevölkerung geglaubt wird. Und dieser Glaubenssatz heißt, dass die erneuerbaren Energien teuer sind. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, umzusteigen von fossilen Energieträgern auf erneuerbare, dann wird das der Bevölkerung viel Geld kosten und es wird schlecht für die Wirtschaft sein, da die Wirtschaft nicht mehr auf günstige Energie zurückgreifen kann. Dieser Glaubenssatz hält sich seit Jahrzehnten und ich werde darauf eingehen, warum es diesen Glaubenssatz gibt. Wenn man sich aber die Fakten ansieht, und ich habe mir diese Mühe gemacht, das sollten Sie auch einmal tun, sich die Fakten anzusehen, dann sehen Sie, dass allein die Direktinvestitionen weltweit für die fossilen Energieträger 333 Milliarden Euro ausmachen. Das sind nur die Direktinvestitionen, die Direktförderungen, die man ausschüttet, um die fossilen Energieträger am Markt künstlich billig zu halten. Das heißt, Staaten investieren, um den Preis künstlich da unten zu drücken und damit die anderen Energieformen unattraktiv zu machen. Und wenn man die Gesamtkosten berechnet, und da gibt es eine aktuelle Studie dazu, dann sind wir bei 5,3 Billionen Euro weltweit pro Jahr, die wir ausgeben, dass die fossilen Energieträger nicht vom Markt verschwinden, weil sie mittlerweile schon von anderen Energieformen verdrängt werden könnten. Und das ist mehr Geld, als wir für die gesamte Gesundheit weltweit ausgeben. Und wenn man sich diese Zahlen vor Augen hält, dann fragt man sich, warum macht man das? Warum geben die Staaten direkt 333 Milliarden aus und warum sind die Gesamtkosten, die Gesamtsubventionen 5,3 Billionen? Und die Antwort ist relativ einfach. Da geht es nicht darum, dass die erneuerbaren Energien nicht konkurrenzfähig sind, denn das sind sie. Sie sind konkurrenzfähig. Es gibt viele Beispiele dafür. Der Grund ist der, dass die erneuerbaren Energien dezentral sind. Das heißt, da gibt es nicht große Konzerne, da gibt es ja weltweit nur eine Handvoll, die das Öl-, Gas- und Kohlegeschäft beherrschen, sondern die Erneuerbaren sind dezentral. Und die Erneuerbaren können von jedem Staat entwickelt werden. Da können auch Länder wie Österreich fest mitmischen, die kein Öl haben oder fast kein Öl und fast kein Gas. Und das will man nicht. Genau das ist der Punkt. Wir haben das Problem, dass die USA, China, Russland, Saudi-Arabien und diese Player in Wahrheit nicht wollen, dass sie ihr gutes Geschäft, das ihnen Milliarden, hunderte Milliarden jedes Jahr an Gewinnen bringt, einbüßen. Und deshalb wird alles getan, um Konkurrenz auszuschalten. Wir wissen ja, wie das funktioniert. Wir wissen ja, wie es funktioniert, wenn jene, die Geld haben und das Geld behalten wollen, Konkurrenz ausschalten, da kann sogar Krieg geführt werden darum. So funktioniert das in unserer Welt. Und das Interesse, das wir haben, ist aber, dass wir eigenständig werden, dass wir unsere eigene Energie produzieren. Und dann heißt es immer, das ist viel zu teuer, das können wir uns nicht leisten. Gehen wir mal weg vom Klimawandel, gehen wir mal weg von den Interessen, die Weltgemeinschaft hat. Gehen wir mal nur zu den österreichischen Interessen. Da gibt es ein gutes Beispiel, dass das nicht einmal hier in Österreich funktioniert, weil mir viele hervorgeworfen haben, sprich nicht so viel von der Weltgemeinschaft, sprich nicht so viel von den USA, von den Ölmultis. Reden wir über Österreich. Reden wir darüber, was wir in Österreich tun können. Und da gibt es ein gutes Beispiel. Ich war im Parlament vor 5 Jahren, war damals Umweltsprecher und da ist der Verbund an mich herangetreten und hat gesagt, sie wollen 1 Milliarde Kapitalerhöhung machen. Davon soll 500 Millionen der Steuerzahler blechen. Und ich habe damals zum Verbund gesagt, ja, wenn wir da zustimmen sollen, dann sagen Sie mir, was wollen Sie mit dem Geld machen? Und die haben gesagt, ja, wir bauen ein großes Gaskraftwerk, denn das ist die Zukunft. Und ich habe gesagt, warum machen wir nicht dezentrale Biomasse mit Kraft-Wärme-Kopplung? Das wäre zukunftsträchtig, wir würden die Wertschöpfung in Österreich behalten, wir würden hier Arbeitsplätze schaffen und das hätte Zukunft. Und der Verbund hat gesagt, wenn wir das machen würden, dann würden wir wahrscheinlich einen 2-stelligen Millionenbetrag an Gewinnen einbüßen. Und das ist das Problem. Das heißt, der Verbund würde zwar Gewinne einbüßen, aber wir als Volkswirtschaft, wir als Parlament, wir als österreichisches Volk würden profitieren von den Arbeitsplätzen, von der Zukunftssicherheit und von der Unabhängigkeit.
Und deshalb hat man es nicht gemacht. Und wenn man jetzt in der Nachschau zurückschaut, sieht man, dass diese 500 Millionen ein Grab waren. Mittlerweile ist dieses Gaskraftwerk stillgelegt, es ist nicht wirtschaftlich und genau so funktioniert es in diesem Land. Die Regierung kümmert sich einen Dreck darum, was gut ist für Österreich und für die Menschen. Frau Abgeordnete Magistra Karin Greiner, bitte, Sie sind die Nächste im Wort.